Wichtig beim Schwimmen ist nicht nur der Rhythmus, sondern auch das tägliche Training. Das größte Ziel der Sportler sind die Olympischen Spiele. Natürlich möchte ich am Podium stehen und dafür kämpfe und trainiere jeden Tag. Deshalb bin ich einfach in meinem Element. So, noch kurze Kontrolle der Startermatten und dann geht's in Kürze los.
vierter Tag der 75. österreichischen Staatsjunioren- und Nachwuchsmeisterschaften hier in Graz in der Auster. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen und hallo. Bevor die Bewerber losgehen, stellen wir wie immer unser Schiedsgericht vor. Allen voran Technical Meeting Director Herbert Schurm. Unsere beiden Schiedsrichter Hans-Jörg Zamponi, Andreas Machörndl und unsere beiden Starter Christian Affenzeller und Lena Moser. Und ein kurzer Überblick über diesen ersten Abschnitt am Vormittag. Wir beginnen mit den Vorläufen, 50 Meter Rücken, danach 200 Meter Brust und 400 Meter Freistil. Bitte die Hunde an die Leine. Und wir beginnen mit unserem ersten Bewerb auf Bahn 3, Stefan Haider, auf der 4, Ivan Sostaric und auf der 5, Alexander Trampitsch. In Führung Trampitsch mit 27,31. Und wir haben ein Resultat. Trampitsch, schnellste Zeit mit 27,31. Wir haben eine Disqualifikation für die Bahn 5, mehr als 15 Meter getaucht. Nächster Lauf auf Bahn 0, Felix Müller, auf der 1, Sean Bokici, auf der 2, Oskar Dexel, auf der 3, Florian Schurdei, 4, Moritz Dietrich, auf Bahn 5, Paul Hufschmidt, auf der 6, Max Halbeisen und auf der 7, Matthias Lackner. Schnellster beim Start Dietrich und Dexel. Und schnellste Zeit Moritz Dietrich mit 26,53.
Lauf ist okay. Bitte die Herren das Becken nach rechts verlassen. Nächste Aufstellung. Auf Bahn 0 Peter Köbel, auf der 1 Jonas Pötz, auf der 2 Mario Edel, auf der 3 Leon Opatrill, Bahn 4 Marvin Miegelbauer, auf der 5 Marco Reiser, Bahn 6 Pascal Libeder, auf der 7 Johannes Hochmeister und auf der 8 Alexander Knabel. Schnellster beim Start Jonas Pötz. Und schnellste Zeit mit 25,83 Marvin Miegelbauer. Lauf ist okay, bitte die Herren das Becken nach rechts verlassen. Nächster Lauf auf Bahn 0 Benjamin Frittum, auf der 1 Jonas Höbing, auf 3 Alexander Jaksche, Bahn 4 Bernhard Reitzhammer, auf der 6 Andreas Witzek, auf der 8 Matthias Kitzinger und auf der 9 Ben Herrmann. Nächster Start, Ben Herrmann auf der 9. Und Reitzhammer Erster mit 25,74. Hier die Zwischenergebnisse. Erster Reitzhammer mit 25,74, zweiter Miegelbauer 25,83, Dietrich Dritter mit 26,53, danach Opatrill, Hofschmidt, Hermann, Jaksche, Halbeisen, Rizek und Schurdei. Nächster Bewerb, 50 Meter Rücken der Damen. Er
Erster Vorlauf auf Bahn 1 Alexandra Roberts, auf der 2 Eva Sosteritsch, auf 3 Cornelia Pammer, auf der 4 Hanna Welzel, 5 Anna Siegmund, auf Bahn 6 Lena Lutz, auf der 7 Joy Diewald und auf Bahn 8 Nathalie Juliane Anzinger. Letzte beim Start, Hanna Welzel. Schnellste bei diesem Lauf mit 30:33, Cornelia Pammer. Bitte die Damen das Becken rasch verlassen. Die Streichfrist für die 50 Meter Rücken der Herren endet um 9.25 Uhr. Nächste Aufstellung auf Bahn 0, Annika Petermann, auf der 1 Helin Dilice, auf der 2 Lena Wieser, auf 3 Snejana Popov, auf 4 Lena Kreindl, auf der 5 Mariana Dejelic, auf der 6 Lara Fröschl, auf 7 Edith Krieser, auf 8 Lena Werber und auf Bahn 9 Alexandra Hackl. Schnellster Start Jelitsch mit 47 Hundertstel. Und als erste schlägt an mit einer Zeit von 30:08 Lena Kreindl. Wir haben eine Disqualifikation für Bahn 5, Start vor dem Startsignal. Nächste Aufstellung auf Bahn 0, Miriam Harrich, auf der 1 Rosalie Pienz, auf 2 Karina Selina Bielmeier, auf der 3 Katharina Pasta, auf der 4 Lena Grabowski, auf 5 Lisa Süßer, Bahn 6 Caroline Schwarz, auf der 7 Alexandra Tichy, auf der 8 Alexandra Gold und auf Bahn 9 Zoe Mandaha Selefin.
und Lena Grabowski, schnellste in diesem Lauf mit 29,35. Lauf ist okay. Und wir bitten die Damen, rasch das Becken nach rechts zu verlassen. Nächster Lauf auf Bahn 0 Karina Bodner, auf der 1 Sophie Amesberger, auf 2 Anna Glenn, auf 3 Jana Kulova, auf der 4 Caroline Pilasch, auf der 5 Nina Gangl, 6 Johanna Futter, Bahn 7 Daniele Ladner, auf der 8 Julia Püringer und auf 9 Sandra Gajic. Und auch ein herzliches Hallo all unseren Zusehern, die via Internet-Livestream mit dabei sind. Schönen guten Morgen, freuen uns, wenn ihr reinschaut. Und schnellst in diesem Vorlauf mit 28,44, Caroline Pilasch. Auf der 1 Pilasch mit 28,44, zweite Lena Grabowski 29,35 und Lisa Süßer mit 29,96. Danach Freundl, Pammer, Gangl, Basta, Schwarz, Ladner und Futter. So, nun wechseln unsere Start- und Zielrichter. Wir kommen zum nächsten Bewerb. Vorlauf über 200 Meter Brust der Herren. Auf Bahn 0 Jan Herrmann, auf der 1 Pascal Mehr, auf 2 Daniel Peyer, auf Bahn 3 Benjamin Hasanovic, auf der 4 Valentin Peyer, auf 5 Moritz Peyer, auf der 6 Christoph Horki, auf Bahn 7 Dorian Windhager und auf der 8 Benjamin Riegler.
erst in Zwischenzeit Valentin Baller mit 28:13. Valentin Baller in Führung mit 1:01:37 nach 100 Metern. Die nächste Streichfrist für die 55 Meter Rücken der Damen. Endet um 9.33 Uhr. Streichfrist für 50 Rückendamen, 9.33 Uhr. Und schnellst in diesem Lauf Christoph Horki mit 2:23:39 vor Moritz Baier mit 2:24:51. So, wir bitten die Herren, das Becken wieder rasch zu verlassen. Nach links aussteigen. Weiter Vorlauf 200 Meter Brust der Herren, auf Bahn 0 Peter Köbel, auf der 1 Arthur Fiedler, auf der 2 Oliver Turkiewicz, auf der 3 Oliver Reitzer, auf der 4 Christopher Rothbauer, auf 5 Johannes Dietrich, auf der 6 Florian Stefanik, auf der 7 Ben Gruber, Bahn 8 Andreas Kistel und Bahn 9 Felix Preisinger. Schnellste bei der Zwischenzeit Rothbauer mit 29:90.
zur Rotbau weiter in Führung mit 1,37,32 und auf den letzten 50 Metern. Meter von Rotbauer und schlägt an mit 2 Minuten 11,76. Und wir haben eine Disqualifikation für Bahn 9, mehr als ein Delfinkick bei Startabwende. So, die Herren, bitte das Becken verlassen. Bitte rasch das Schwimmbecken verlassen. So, wir kommen zu den Damen auf der Bahn 2, Elena Hemetsberger, auf der 3, Elisabeth Maikutz, auf 4, Melissa Wurm, auf der 5, Hanna Röser, auf Bahn 6, Susanne Bierbaum und auf Bahn 7, Fabienne Pavlik. Schnellste beim Start, Hanna Röser mit 58 Hunsel. Melissa Wurm in Führung bei der ersten Wende mit 35,79.
So eine Führung bleibt wie dieser Wurm mit kurzem Abstand vor Anna Röser. Es wird ein knappes Duell für Wurm und Röser. Die letzten 10 Meter. Und Anna Röser schlägt an mit 2 Minuten 40, 72 vor Melissa Wurm mit 2:41, 08. So, ich bitte die Damen wieder, das Becken zu verlassen. Bitte rasch aus dem Pool. Willkommen zum nächsten Lauf. Aufstellung auf Bahn 2, Julia Kovac. Auf der 3, Chiara Fürst. Auf der 4, Cornelia Pammer. Auf der 5, Laura Zwicke. 6, Johanna Gebert. Und auf Bahn 7, Valerie Flecker. Schnellste beim Start, Julia Kovac. Und hier die Streichfrist für die 200 Meter Brust der Herren. Diese endet um 9.44 Uhr. Weiter führen Cornelia Pammer bei der 100-Meter-Marke.
Letzte Wende, Hammer, vor Zwickel mit 10 Hundertstel. Wer hat hier jetzt mehr Kräftereserven bei den letzten Metern? Und Farmer mit 2:38.11 vor Laura Zwickel, 2 Minuten 40.05. Und der Lauf ist komplett. Und okay. Und ich bitte die Damen, wieder rasch aus dem Becken, bitte rasch das Becken verlassen. Nächster Bewerb, 400 Meter Freistil der Herren. Der erste Vorlauf, Aufstellung auf Bahn 0, Lukas Nick, auf der 1 Paul Kühn, Bahn 3 Luis Kurz, auf der 4 David Brandl, auf der 5 Marcel Milo Siedlo, auf Bahn 6 Sebastian Stefan, Bahn 7 Max Fischerlehner und auf der 8 Maximilian Kössler. Erster beim Start, Lukas Nick auf Bahn 0. Kopf an Kopf, Brandl und Kurz mit 9 Hundertstel. Und in einer Pause könnt ihr auch wieder rausschauen zum SDS-Stand, zum Arena-Stand im Freigelände. Brandl setzt sich hier ab vor Kurz mit einer Zeit 1:58.43. Nächste Streichfrist, 200 Meter Brust der Damen,
endet um 9.53 Uhr. So, letzte Wende, Zeit 3 Minuten 30, 23 für David Brandl vor Louis Kurz. Und Brandl schlägt an mit einer Zeit von 4 Minuten 08. Zweiter Louis Kurz. Dieser Vorlauf ist komplett und okay. Bitte die Herren raus aus dem Wasser, bitte rasch das Becken verlassen. Zum nächsten Vorlauf. Aufstellung auf 0. Nico Jäger auf der 1, Pascal Pavlik auf Band 2, Julian Bocconi auf der 3, Kenan Emrovic auf der 4, Felix Auberg auf 5, Luca Karl auf der 6, Paul Espenberger, Band 7, Felix Müller und auf der 8, Jonas Höbling. Nach der ersten Wende Espenberger mit 27,55. Auberg geht in Führung mit 57,13 nach 100 Metern.
Felix Auburg bleibt in Führung. Und setzt sich hier vom Feld ab. Hinter Auburg ein Kampf um Platz 2 und 3. Die letzten 50 Meter. Auburg vor Espenberger und Kamm. Und Felix Auburg beendet den Lauf mit 3 Minuten 57, 53. Ist okay. Und bitte die Herren, das Pool nach links verlassen. Wir wechseln zu den Damen in diesem Bewerb. Aufstellung auf Bahn 2 Magdalena Meyer, auf 3 Lena Grabowski, auf 4 Hanna Kogelbauer, auf der 5 Beatrice Weiß, auf 6 Franziska Kellner und auf der 7 Claudia Hufnagel. Schnellste startete Kellner auf Bahn 6. Nächste Streichfrist für die 400 Meter Freistil der Herren endet um 10:05.
So, und wir sagen auch nochmal Hallo allen unseren Zusehern, die über unseren Internetstream hier die Staatsmeisterschaften beobachten. Wenn Sie gestern nicht dabei waren, dann hier ein paar Ergebnisse von gestern. Die Gewinner nach der Reihe 200 Meter Schmetterling der Damen, Claudia Hufnagel mit 2:13:88, 100 Rücken, Lena Grabowski mit 1:01:29, weiters Gold gestern bei 50 Meter Freistil Nina Gangl, bei den Herren 200 Schmetterling Xaver Gschwendtner mit 1:59:93, ebenso Gold bei den 100 Meter Rücken Bernhard Reitzhammer mit 53:93, weiters gestern Gold für Bernhard Reitzhammer. Olympia und WM-Limit geschwommen und Gold für Heiko Giger mit 22:72 bei den 50 Meter Freistil. Ich hoffe, Sie bleiben noch dabei, schauen rein bei unserem Livestream. Auch morgen noch spannende Rennen. Hufnagel weiter in Führung mit 3:15:62 vor Kugelbauer. Auf den letzten 20 Metern. Und sie schlägt an mit einer Zeit von 4:22:21. Vor Lena Grabowski 4:31:46. Dieser Vorlauf ist komplett. Und die Dame bitte rasch das Becken verlassen. Nächster Lauf auf Bahn 0 Penelope Laube, auf der 1 Adina Kamlich, auf der 2 Nadine Kirschka, auf der 3 Lisa Kralinger, Bahn 4 Johanna Enkner, auf der 5 Alexandra Laura Spatzei, auf 6 Virak Gurko, auf der 7 Alexander Tichy, Bahn 8 Joey Diewald und Bahn 9 Sophia Czak.
in Führung Johanna Jagdner. Eckner schon 3 bis 4 Körperlängen vor dem Fels. Letzten 100 Meter, Zwischenstand 3 Minuten 19,64 für Eckner, gefolgt von Swazai und Gralinger. Johanna Eckner auf den letzten Metern und sie schlägt an mit einer Zeit von 4 Minuten 24,47.
Also der Lauf ist komplett. Und bitte die jungen Damen wieder aus dem Wasser, bitte das Becken verlassen. Letzter Vorlauf bei diesem Bewerb. Auf der 0 Julia Mückstein, auf Bahn 1 Sophie Amesberger, auf der 2 Simona Hanslikova, auf der 3 Emma Loy, auf der 4 Marlene Kahler, auf der 5 Lena Opertrill, Bahn 6 Anna Glenn, auf der 7 Selina Lenz, auf 8 Adriana Cimbalco und auf Bahn 9 Janina Falk. Erste Redewende Marlene Kahler mit 30,82. Kahler führt vor Lena Opertrill.
Skala 5 Sekunden vor. Lena Obertrill. Letzte Wende für Marlene Kahler. Und schnellst in diesem Lauf mit 4 Minuten 19:23 Marlene Kahler. Vor Lena Obertrill mit 4 Minuten 29:52. So, letzter Vorlauf für diesen Abschnitt ist beendet und bitte die Damen das Becken nach links verlassen. Jetzt gibt es eine Pause bis ca. 11 Uhr. Dann beginnen die Zeitläufe 200 Meter Brust und 400 Meter Freistil nach dem Einschwimmen um 11 Uhr. Und wir bitten nun alle Teilnehmer, raschest möglich die Schwimmhalle zu verlassen. Bitte rasch die Schwimmhalle verlassen. Wichtig beim Schwimmen ist nicht nur der Rhythmus, sondern auch das tägliche Training. Das größte Ziel der Sportler sind die Olympischen Spiele. Natürlich möchte ich am Podium stehen und dafür kämpfe ich und trainiere jeden Tag. Deshalb bin ich einfach in meinem Element. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now.